Unterstützung hier auch diese Veranstaltung, denke ich mal, überhaupt gar nicht möglich wäre. Wir begrüßen zunächst mal die Bundestagsabgeordnete Frau Holzhitter von der SPD, die uns hier dieses Fest eröffnen wird. Herzlich willkommen, Frau Holzhitter. Wir begrüßen den BVV-Vorstand Herrn Grabowski von der CDU. Die stellvertretende BVV-Vorsteherin Frau Bock, herzlich willkommen. Darf ich Ihnen hier hochhelfen? Kommen Sie zu mir. Ja, das macht mir Spaß. Ja, also ich bin zwar im Sportausschuss, aber Sie haben gesehen, die Röcke machen es manchmal etwas anders. Ja, also zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei der Familie Mendler bedanken, dass ich an diesem wunderschönen Fest teilhaben darf. Ich habe gehört, zum 15. Mal findet das hier statt. Und ich denke, wir haben alle ein Stück verlernt eigentlich, Ernte Dank zu sagen. Wir gehen in den Supermarkt, kaufen ein, manchmal zu viel, wie unsere Müllkästen ja eine deutliche Sprache sprechen. Die Kinder, oft gefragt, wie deine Kuh aussieht, sagen lila. Und so denke ich, sind wir doch hier an einem Ort, wo wir uns und unseren Kindern noch einmal zeigen können, wo kommt das eigentlich alles her, was wir jeden Tag essen. Und wie haben wir eigentlich unseren Tag angefangen? Haben wir gesagt, unser täglich Brot gib uns heute? Haben wir uns abends dafür bedankt? Ich kann Ihnen sagen, ich arbeite in der Entwicklungspolitik. Und auf unserem Erdball geht es leider nicht allen Menschen so gut wie uns. Warum? Weil wir diese Natur vergewaltigen, weil wir sie zerstören, weil Unwetter, Kriege und die Machtgier der Menschen dazu beitragen, dass wir eben nicht überall auf der Welt so gute Verhältnisse haben wie hier. Wenn wir im Fernsehen die Bilder von verhungernden Kindern sehen, dann spenden wir. Und 5 Minuten später regen wir uns darüber auf, dass es Menschen gibt, die zu uns kommen und wir sagen dann, die sind ja Wirtschaftsflüchtlinge. Also ich denke, ab und zu mal nachdenken, unser täglich Brot gib uns heute, das wird uns nicht schaden. Und wenn ich Menschen sehe, die in Ländern von morgens bis abends damit befasst sind, ihre Familien satt zu kriegen, und man sieht, dass Sie am Abend sagen, Herr, ich danke dir, dann sollten wir vielleicht das Gleiche ab und zu auch einmal tun. In Deutschland geboren zu sein, ist noch nicht der Verdienst jedes Einzelnen. Es hätte uns auch ganz gut woanders hin verschlagen können. Und deswegen nochmal herzlichen Dank, Herr, dass du uns heute hier zusammenführst, in dem Dank dafür, was wir jeden Tag im Überfluss haben. Und wo wir am Abend vielleicht manchmal innehalten sollten und sagen, 50 Jahre Frieden, 10 Jahre friedliche Wiedervereinigung eines ganzen Deutschlands, das ist einfach nicht nur so, sondern da sollten wir dankbar drüber sein. Und wenn ich dran denke, dass ich ein Kind 1936 geboren, sehr wohl auch in diesem Lande Zeiten erfahren habe, wo es nichts zu essen gab, wo Kinder verhungert sind, wo man nachts in den Keller musste, wo man verschüttet und getötet wurde. Ich denke, dann sollten wir auch hier sagen, Herr, ich danke dir. Ich denke, heute ist der Tag für Fröhlichkeit. Wir haben wunderschönes Wetter. Der Rahmen, der uns hier geboten wird, ist einmalig. Aber das Danke nicht vergessen. Und deswegen danke ich Ihnen, dass ich bei Ihnen sein darf, liebe Familie Mendler. Ich bin nicht das letzte Mal hier gewesen, das verspreche ich Ihnen, auch wenn ich nicht vielleicht immer hier oben stehe. Und Ihnen allen wünsche ich Gottes Segen. Vielen Dank. So, vielen Dank, Frau Holzhitter von der SPD, Bundestagsabgeordnete. Ja, meine Damen und Herren, liebe Neuköllnerinnen, Neuköllner, ich darf Sie auch hier sehr herzlich auf dem Milchhof Mendler begrüßen und insofern darf ich erst einmal den Besitzern des Milchhofs Mendler sehr herzlich dafür danken, dass Sie diese Veranstaltung am Erntedanktag
traditionsgemäß immer wieder durchführen und damit hier an dieser Stelle in Neukölln, in einem Bezirk, der sonst nur, ja, ich sag mal, in Interessierten oder sonstigen Medien negative Schlagzeilen macht, ein sehr positives Beispiel geben. Hier kann jeder sehen, wie Milch zustande kommt, wie Korn wächst und daraus dann irgendwo Brot wird und. Und hier kann auch jeder sehen, wie Tiere leben. Und insofern nicht nur die grüne, die lila Kuh, sondern die tatsächliche Kuh dann also selbst erleben. Die Ehrengäste sind hier schon begrüßt worden, aber ich darf zwei nachholen. Nämlich einmal Frau Kress von der CDU-Fraktion der Neuköllner BVV und zweitens Herrn Scharmberg von der SPD-Fraktion, auch von der BVV. Anhand der Liste derjenigen, die hier sind, können Sie nachvollziehen, wie interessiert auch die Neuköllner BVV, wie interessiert die Neuköllner Politik auch an diesem Geschehen ist und welche Wertschätzung Familie Wendler Sie mit Ihrem Erntedankfest hier immer wieder finden. Die Tradition ist gegeben und ich hoffe, dass Sie die noch lange, lange fortsetzen können. Und ich wünsche allen, die hier heute sind, bei dem schönen Wetter, viel Vergnügen, viele positive Eindrücke, viele Eindrücke, die Sie mit ins tägliche Leben nehmen können. Und Frau Holzhüter hat schon gesagt, wir sollten ab und an auch mal Danke sagen. Ein Tag wie der heutige erinnert ja allein schon durch seinen Namen daran, dass wir Dank sagen sollten für das, was uns der Herrgott im Prinzip gegeben hat. Wobei wir selbstverständlich mitwirken müssen, denn sonst von alleine passiert da nichts. Aber da wird eben deutlich, dass wir also nicht nur im Supermarkt einkaufen können, sondern dass wir es auch erleben, wie unsere Nahrung hergestellt wird. Und Familie Wendler, ich wünsche Ihnen für heute, auch für die Zukunft, viel Glück, immer ein glückliches Händchen bei der Zucht Ihrer Tiere, bei der Bewirtschaftung Ihrer Felder und für den heutigen Tag alles Gute. Dankfestes heißen auch meine Familie und ich herzlich willkommen. Und wir freuen uns, dass der Wettergott mitspielte. Und ich wünsche Ihnen allen viel, viel Spaß und viel Vergnügen. Ansonsten waren so wohltuende Worte meiner Vorredner, sodass mir eigentlich die Worte weiter fehlen, um nicht zu wiederholen. Dankeschön. So, das war Frau Dora Wendler, die Seniorchefin hier dieses Hauses. Vielen Dank auch den anderen, die uns hier so nett und warm begrüßt haben.
Das war der flämische Siegesprung. Yeah.